Zweite Abteilung Hammiglas ist eigentlich eine Ungezogenheit, sowas so zu bezeichnen. Früher war das eine Vorprüfung fürs Derby gewesen. Gilt eigentlich das gleiche wie im sechsten Rennen. Du hast wirklich einen sehr starken Qualifikanten drin, aber der wird auch wieder nicht Favorit sein. Nein, Favorit wird natürlich Baxter Hill sein. Allein schon wegen der Abstammung und wie er aussieht. Der war richtig stark in der Quali. Ich hatte das Vergnügen, neben ihm herzufahren auf den letzten 500 Metern. Und der war schon stark. Deiner war aber auch stark. Der war auch richtig gut, ja. Hat einen Fehler gemacht? Leider hat er mir am Start einen Fehler gemacht, da war ich mit der 1, war ich ein bisschen früher am Auto, aber der ist normalerweise relativ trabsicher, also ich sehe da kein Problem jetzt mit der Nummer 5. Ja. Tiffany Diamant ist auch noch drin, der gilt noch. Große Hoffnungen, der Gary hat es auch ruhig angehen lassen in der Quali, glaube ich. Es ist. Die war, glaube ich, in der Quali von Baxter Hill der Genau. Zeit noch. Das habe ich nicht mitbekommen, wie die ging. Aber. Sie wird mit Sicherheit, wird der Gerzi nicht starten, wenn sie schwach ist. Grimaximus ist noch in dem Rennen. Hast du qualifiziert? Ja, der war ganz stark in der Quali. Aber auch sehr Bin gehfrei, Digga. ganz verhalten gefahren, aber der kann richtig was, meiner Meinung nach. Es sieht zwar nicht danach aus bei ihm, wenn man ihn so sieht als Pferd, aber der hat einen enormen Gang und der hat mich imponiert in der Quali. Jetzt sind wir im sechsten Rennen stehen geblieben. Es kann eigentlich jeder gewinnen, weil du deinen auch, den Atlantik, auch für stark einschätzt. Jetzt im siebten Rennen ist es jetzt wieder möglich, dass jeder gewinnt. Oder ist der Baxter Hill eine Nummer zu groß? Das weiß ich nicht. Ich stelle sie jetzt alles raus am Mittwoch. Da sehen wir viele Dreijährige. Vielleicht ist er eine Nummer zu groß, das kann man nicht sagen, aber. Am Mittwoch in den letzten beiden Rennen werden wir dann sehen und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Da ist viel Vorfreude dabei. Viel Vorfreude natürlich. Power of Rhythm ist ein Pferd, wo bei uns noch Derby-Nennung hat und da möchte man auch gerne hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie er im Endeffekt dann, was er im Rennen macht und wie er sich benimmt und wie stark das er ist, das sieht man jetzt dann in den Rennen einfach.